Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Jawoll. Jetzt wollte ich Fortnite sagen. Subnautica! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wo man diesen hässlichen Bohrarm finden kann, der uns hoffentlich ein bisschen weiterbringen wird. Und es gibt eigentlich so zwei Fracks in diesem Spiel, also so Frackstellen, wo dieser wundervolle Bohrarm sich befinden kann. Wir werden heute beide absuchen und hoffentlich dann zeitnah finden. Vielleicht haben wir Glück und wir finden mit dem ersten Versuch unseren Bohrarm. Das wäre natürlich wunderbar. Komm schon, lass dich essen, du willst es doch. Oh, ich weiß es. Okay, will nicht. So, dann machen wir das so. Zack, zack. Und einmal. Da. So. Und dann hier wieder einpflanzen. Die anderen können wir mampfen. Ich liebe Weißermelonen. So, genau. Wir fahren von Stützpunkt aus Richtung Westen in die Dunes. Und dort befindet sich relativ weit unten, recht zentral, ein schönes Frack-Element, wo wir sehr wahrscheinlich unser gesuchtes Ziel finden. Welcome aboard, Captain. Unser Roboterarm. Also wir fahren Richtung Westen. Müssen wir mal ganz selber kurz gucken, wo wir uns befinden. Genau. Also eigentlich perfektes Westen. Perfektes Westen. Vielleicht so einen ganz kleinen Tick nach Nordwesten. So ganz minimal. Also wirklich nur ganz wenig. So, und da fahren wir jetzt einfach mal so möglichst gerade. Wir gehen auch nicht nach unten, weil sonst kommen wir zu weit rechts oder links. Also es ist wirklich eigentlich fast perfekt im Westen. Also wirklich fast perfekt. Und da befindet sich übrigens auch... jetzt habe ich auf die Karte geguckt und ich fahre hier gegen einen Felsen. Westen, so. So, da befindet sich auch noch eine Höhle scheinbar. Interessant. Und der andere befindet sich eigentlich genau gegenüber, nur Richtung Osten. Also wenn wir den gefunden haben, könnte man den wirklich perfekt in einer Linie nach Osten fahren. Dann müsste man da den anderen finden. Also eigentlich total easy. Dürfte eigentlich auch nicht so tief sein, glaube ich. Obwohl es hier jetzt gerade ganz schön runter geht. So, in welcher Region befinden wir uns jetzt? Jetzt müssten wir uns... warte mal, was ist denn das hier? Genau, das ist der Mushroom Forest. Genau, das ist der Pilzwald. Und danach kommen die Dunes. Und in den Dunes befindet sich unser Frack. Die Dunes werden sich wahrscheinlich daraus... werden wahrscheinlich optisch wie eine Sandwüste ein bisschen so aussehen. Das... hier dürften jetzt schon die Dunes sein. Es kann natürlich sein, dass wir das Ding schon gesehen, also schon erkundet haben. Das kann natürlich sein, dass wir irgendwann mal da waren. Also sandige Dünen sind das hier jetzt. Schön. Genau, da ist die Höhle. Okay. Das müsste die Höhle sein, in der man runtergehen kann. Vermute ich mal. Unser Schiff hat ein bisschen was abbekommen. Vielleicht sollten wir es dann reparieren. Vielleicht gehen wir so ein bisschen in Deckung. Mal ganz kurz runterschwimmen und muss das mir anschauen. Oh, das ist heiß hier. Seekrone. Kann ich das mitnehmen? Nehmen wir mal ein Exemplar, nehmen wir mal mit. Aber sonst ist hier nichts, ne? Na, warte mal. Da ist ein Höhlenanker. Wollen wir mal kurz reinschauen? Okay,
Okay, das ist ein Höhleneingang, der aber eigentlich nicht. Also diese Map hier, das hätten sie sich echt sparen können. Also ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren, wer von. Benutzt jemand von euch das, die Map? Also das Ding? Würde mich mal interessieren. Mich macht das wahnsinnig. Ich kann das überhaupt nicht gebrauchen. Oh, da träumt jemand. Süß. Das Quarz mit. Witzig. Wisstet ihr, dass der Hund zu 80% immer von seinem Herrchen träumt? Das ist voll krass. Guck mal, da geht's auch noch rein. 80% der Träume von einem Hund sind dem Herrchen gewidmet. Faszinierend, oder? Also ob das jetzt negativ oder positiv ist, das ist natürlich die Frage, aber... Oh, hier ist ein Rubin. Aber es ist schon irgendwie interessant. Finde ich cool. So, wo ist unser Boot da? Okay. Also ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht die Höhle sein. Obwohl, hier sind Höhlen. Wir probieren das jetzt einfach nicht Osten, sondern von hier aus nördlich. Und echt nicht weit, weil hier sind so viele Höhlen gerade. Okay, der kämpft gerade mit so einem kleinen. Da ist es! Und hier soll oder kann sich ein Krebsarm befinden. Wir parken den jetzt mal hier so schön. Da ist er. Da, ein Bohrarm, da ist er schon. Wir haben ihn schon gesehen. So. PDA mit. Da ist er. Wir haben's. Sehr schön. Einwandfrei. Wenn wir schon hier sind, ne, schauen wir uns auch um. Aber das sieht jetzt hier nicht so aus, als könnte man hier irgendwo großartig reingehen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut versteckt. Nicht schlecht. Was zu trinken, können wir gleich wegschlürfen. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das hier alles mitnehmen. Aber an sich ist es nicht verkehrt, weil das bringt uns ja jetzt wieder Titan ein. Wärmekraftwerk, das müsste man hier auch schon haben. Da sind wir auch noch hier, das zweite Teil. Hier mal so eine Quarz vorkommen. Das kann man jetzt dann demnächst alles abbauen, Leute. Wenn wir mit dem Krebs unterwegs sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Hier sieht es so aus, als könnte man sogar reingehen. Schauen wir doch mal nach. Was haben wir hier? Ein Funksender. Was haben wir hier? Da geht nichts. Oh, immer mal nach oben schauen. Hier können wir auf jeden Fall aufschweißen. Oh, ein falsches Werkzeug. Sieht ja auch beides so gleich aus, gell? Weiß man immer nicht so genau. Das freut mich. Da haben wir den Krebsarm zusammen, Leute. Ich sag immer Krebsarm. Okay. Müssen wir aufpassen. Zur Luft. Es kommt jetzt drauf an. Es kann sein, dass wir hier jetzt rauskommen, dann passt's, ja.
Wenn ich mich mal umdrehen. Oh, der Strom ist bald leer. Sogar rausgehen. Nee, warte, das wird mir zu riskant. Luft schnappen. Wir könnten hier irgendwas. Achso, die Tür schließen. Gerade sagen, wir konnten hier irgendwas hier nehmen. Da haben wir eine Tür. Können wir gleich gucken. Ah, hier geht's raus. Schön. Sehr schön. Wundervoll. Ja, gut. Aber lieber auf Nummer sicher, ne? Standard. Als wie drauf gehen. Ja, hier hätten wir noch einen Teil vom Bohrarm. Normalerweise ist es ja wirklich so, wenn man schon einen Teil da irgendwo findet von etwas, dann sollte eigentlich das andere sich dann auch dort befinden. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir das erste Fragment her hatten. Es kann gut sein, dass vielleicht da wirklich nur eins lag. Zum Beispiel, dass wir das in der Base gefunden haben, in dem Dings. Inventar ist voll. Dann schmeißen wir halt den Dings weg. So. Jetzt runter, schauen wir mal nach. Geht's raus. Da geht's nicht weiter. Und da sind wir wieder hier. Okay, dann haben wir das erkundet. Bütchen, wo bist du? Was ist denn das? Achso, das war das. Sehr schön, da freue ich mich doch. Das hat aber wunderbar funktioniert. Was gibt es eigentlich noch so in den Dschungels zu entdecken? Da wäre eine Höhle, da wäre ein ekliges Monster. Aha. Nee, da fahre ich lieber nach Hause. Wir sind ja eh voll, daher holt sich das dann eh nicht. Ja, das ist ja wunderbar. Schön. Okay. Dann haben wir den Krebsarm, dann kann man den Krebsarm herstellen. Ich habe jetzt auch mal geguckt, wo man dieses Kyanid herkriegt, ne? Das ist ja auch so eine Ressource, die uns fehlt. Ja, dieses Kyanid befindet sich, wo wir schon mal waren. Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Und zwar in dieser einen Höhle, die wir nördlich gefunden haben. War das nördlich? Und es war nördlich, gell? Bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Aber ich glaube, es war nördlich. Oder war es südlich? Nee, es war nordöstlich. Genau, es war nordöstlich. Und dort ging es ja so weit runter. In so einen schönen Raum rein. Diese schöne Höhle. Das war echt cool, da. Ja? Aber gefährlich. Und dort gibt es einen Gang. Der soll wohl in ja, eine Art inneren Kern führen. Voll krass. Und dieser innere Kern, das ist ein, das ist der inaktive Vulkanbereich. Also man hat ja überall so kleine so Vulkane. Man könnte theoretisch auch da rein, wenn man robust genug wäre, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar gehen würde, aber da war diesen inaktiven, da wo unten dieses grüne Nebel und so war, da gab es dann einen Weg rein in den inaktiven Lava-Bereich. Und da kann man wohl relativ häufig Kyanid finden.
Ist natürlich die Frage, mit was gehen wir da hin? Was gehen wir da hin? Das ist die Frage. Cool wäre natürlich, wenn wir mit dem Krebs da runtergehen würden, aber da brauchen wir so... Wobei, mit dem Krebs können wir gar nicht, glaube ich, runter, weil wir ja für den Krebs erstmal die tiefen Module brauchen und dafür benötigen wir ja Kyanid. Oder? War das nicht so? Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Jetzt können wir auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall den Bohrarm schon mal herstellen. Das ist doch schon mal. Oder? Könnt ihr nur jetzt schon herstellen, oder? Jetzt bin ich nicht sicher. Ja, kann man herstellen. Lithium und Diamant. So. Lithium! Oh wei, wir sind so voll. Das Quarz hier rein. Lithium! Und was? Diamid? Nee. Schwarm. Diamant, nicht Diamid. haben wir Diamant? Genau, Diamanten, oder? Wir haben Diamanten. Vier Stück. Vier Diamanten brauchen wir. So, jetzt müssen wir es zusammen haben. Ja. Müssen wir das jetzt hier modifizieren? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Schubkanonen? Nee. Müssen wir hier hinten basteln. Mach mir einen Krebsarm, Bohrerarm. Wie geil! Sehr schön. So, hier haben wir ja unseren das andere Modul, das nehmen wir jetzt auch gleich mal mit. Die basteln wir jetzt mal rein. Ja. Welcome aboard, Captain. Ja, so nicht. Ne, auch nicht in die Energiezelle. Das ist Quatsch. Da. So. Einmal. Hey! Wie geht das? So, oder? Aha, das ist separat. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich nice. Weil ich dachte jetzt irgendwie, dass das zusammen ist, dass man nur insgesamt 4 Sachen reinsetzen kann, genau. Aber man hat die Arme einzeln. Das ist ja mal mega geil. Jetzt mal da ein Bohrer. Aha. Wie weit kommt man eigentlich rund? Was? 1300 Meter! Ja, heilige Scheiße. Hä? Wenn ich jetzt aber... Es gibt ja dann die zweite Stufe, oder? Habe ich mich da jetzt ver... Ah, das haben wir auch neu bekommen, das ist auch voll gut. Atommüllbehälter. Entsorgt. Zum Entsorgen von Atommüll. Sehr gut. Hä? Warte mal. Aber wie weit kommen wir denn dann jetzt? Alter. Wo kommen wir denn mit dem Ding dann jetzt hin? Wenn das jetzt schon 1300... Wie tief geht's in dem Spiel runter? Das verstehe ich jetzt. Das flasht mich jetzt. So, Wurf, Dingsbums. Ah, unser Benzol. Unser Benzol. Ha, ha, ha. Wir haben Benzol gemacht, letztens. Da. Aber da hängt nichts dran. Doch, da. Ha. Ja, mega geil. Mehr als drei brauchen wir ja nicht. Juhu. Ich mach Benzol! So, wir müssen irgendwie ein bisschen Platz schaffen.
Wo ist jetzt das andere Benzol, das dritte Benzol? Hä? Muss hier rein? Nee. Da haben wir es auch nicht rein. Wo, wo? Bin ich blind? Es ist vergammelt. Muss ich hier rein? Nee. Hier? Nee. Brauchen wir nur zwei? Nein, wir brauchen drei. Hä? Hey. Was haben wir denn damit gemacht? What the fuck? Na gut, ist ja auch wurscht. Schon als nur. Nee, ich will mir nichts Persönliches herstellen. So, Benzol will ich herstellen, was auch immer das ist. So. So, einen erweiterten Kabelsatz, Titan, Lithium. Haben wir jetzt alles, oder? Und hier ein Wurfhaken. Ich weiß zwar nicht, was der macht oder wofür der ist. Ich freue mich trotzdem. Guck mal, der hier, den kann man auch noch in den Krebs basteln. Und hier so ein Schutz wäre auch nicht schlecht, ne? Zusätzlicher Schutz. Aber warte mal, geht das? Oder hier mehr maschineneffizient verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Das wäre eigentlich auch cool. Ah. Wissen wir ja gar nicht, was man alles machen soll. Aber es bringt das so viel? Seemotten, Solar, Ladegerät. Ja, das ist für Dings. Rumpfpanzerung. Na, jetzt den Arm, Frachtladedings. Dann haben wir noch zwei Plätze frei. Könnte man. Ja, rein theoretisch könnte man das hier noch basteln. Oder, ach ne, das ist nur für Seemotten. Der Krebs hat wahrscheinlich den Arm als Torpedo. Das ist voll schwierig, sich zu entscheiden. Da muss man sich entscheiden, was man, oder man muss mehrere bauen und dann je nachdem, was man gerade machen möchte, ne, nimmt man dann das andere mit. Ja, ist aber nicht einfach. Also auf jeden Fall bauen wir den Rumpfpanzer ein. Lithium und Diamant. Haben wir so viel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Da sind nur zwei drin. So viel haben wir gar nicht. Bringt eh nichts, drüber nachzudenken. Haben wir eh nicht. Schließen wir mal hier. Hier ist voll. Die Korallen und die Feuerlöcher ins richtige Regal. Oder zumindest so ansatzweise richtig. So, okay. Steht ja immer noch das. Wenn ich will sowas mitnehmen, ja? Ja, damit ich das unterwegs essen kann. Damit ich nicht wieder zurück muss. Aber das vergammelt ja alles so schnell. Richtig guter Exemplar. Genau, das konnte man mich auch essen. Vielleicht hält es länger. Probieren wir es einfach mal damit. So. Vielleicht hält das ja ein bisschen länger, ich weiß es nicht. So. Ja.
Genau, andere Seite machen wir jetzt einen Wurfhaken, dann machen wir hier den Enterhaken, also den Laderaum, den erweiterten. Ist es dann hier drin oder haben wir das dann hier irgendwo? Hier unten? Nee. Vielleicht vorne? Bisschen aushöhlen. Wo wird der erweiterte Lager sein? Oder erweitert sich das hier? Ich hole das mal raus und schauen wir mal nach. Ah, ich glaube, das wird da dann mit. Das ist ja cool, das ist natürlich praktisch. Muss man nicht aussteigen mit dem Teil, ne? Ja, genau, da kommt eine Reihe oder zwei sogar dazu. Okay. Ja, man sieht schon hier, ne? Es wird schon schlechter. Es lohnt sich gar nicht, sowas mitzunehmen. Das ist voll bescheuert irgendwie. Hier halt destilliertes Wasser, das können wir halt mitnehmen, ne? Kann ja auch selber herstellen, fällt mir mal ein. Wir hatten schon ein Benzol! Dann nehmen wir wenigstens ein bisschen Wasser mit. So. Für den Notfall. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir mit dem Grips. Das macht keinen Sinn mit dem Grips dahinter. Da brauchen wir ja Jahrzehnte. Also. Fahren wir mit dem Zyklopen rüber. Und wieder da runter, rein theoretisch gesehen. Wie ist die Energie? Vielleicht könnte man auch Ersatzbatterien mitnehmen. Engine powering up. Das wäre noch eine Idee. Das wäre vielleicht. So, wir sollten uns jetzt eigentlich. Engine powering down. Direkt darüber befinden. Stimmt, hier. Zumindest fast. Ich weiß nicht, ob er mit dem Wurfhaken jetzt dann da so. Sehr geil. Wie komme ich da aber hoch? Ah, so. Okay. Na, immerhin. So, wir haben ja, wie viele Energiezellen haben wir eigentlich? Da kommen Torpedos. Genau, 6 Energiezellen haben wir. Ja, auch hier den Zyklopen Feuer, das ist eigentlich auch cool, gell? Zyklopen Ladeschachterweiterung. Erhöht die Kapazität. Also Täuschkörper. Zyklopen Tauchdeck. Repariert im Zyklopen angedockte Fahrzeuge. Zyklopen Sonar. Schildgenerator den Hammer. Zyklopen Maschineneffizienz. Was haben wir denn jetzt für Module drin? Müssen wir mal schauen. Da haben wir nämlich schon was. Maschineneffizienz haben wir. Das haben wir. Wir haben da eh schon ordentlich was drin. Aber wir nehmen uns Ersatzbatterien mit. Das war nämlich das letzte Mal unser Verhängnis gewesen, dass die Batterien leer waren. Und wir einfach nicht mehr uns bewegen konnten. Beziehungsweise wir haben ja dann das... Das Problem war dann auch, dass wir das Schutzschild... Alter, ist das da riesig. Was ist denn hier jetzt los? Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Wir sind mit dem U-Boot dagegen gefahren. Hull integrity restored. Gut. Draining systems initiated.
stand es irgendwie. Sind wir mit dem U-Boot dagegen gefahren? Mit dem Heck. Sure. Dass die Fische nicht rausschwimmen, ist eigentlich ein Wunder. Ja, okay, da ist ein Deckel drauf. Aber trotzdem. Im Aquarium, im Aquarium. Hipapo. So, okay. Ja, wir sind eh am Ende der Folge. Ich würde sagen, ich mache jetzt für die nächste Folge die Energiezellen. Was haben wir denn hier? Aha. Wir haben auch einen neuen Tauchanzug. Synthetische Fasern. Ach du Scheiße, das ist wieder so Zeug. Benzolfaser. Ja, dann haben wir eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Ja. Haben wir ein bisschen was noch zu tun. Na gut, dann würde ich sagen, dann mache ich das jetzt noch nicht, sondern ich mache das dann mit euch zusammen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.